Heute machen wir mal den Bäcker fröhlich und machen eine Brotzeit. Dazu brauchen wir als allererstes erstmal Brot. Eine Schnitte wird geteilt. Kommt bei 220 Grad im Backofen. Und nicht vergessen, die Pilze putzen. Zu den geschnittenen Pilzen machen wir noch ein bisschen geräucherten Knoblauch. Und auch noch. Ein Brot kann mit Frischkäse bestrichen werden und das andere machen wir mit Butter. Brotchips nehmen wir schön aus dem Ofen. Zwei Eier in eine Tasse und kräftig quirlen. Oh, da kommt man ins Schwitzen. Nicht zu viel, sonst wird das Essen nicht. Ein bisschen Butter fürs Rührei. Und nicht zu kleckern, sauber anrichten. Und dazu reichen wir einen kleinen Salat mit Granatapfelkernen.